Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Wenn ihr mich am Flipchart seht, dann wisst ihr, das ist Content Day. Content-Zeit, Content-Time. Aber heute ein bisschen anders. Normalerweise kriegt ihr 7 Tipps von mir, die ihr so umsetzen könnt. Heute machen wir mal, wie du dein Geschäft wirklich mit voll Karacho gegen die Wand fährst. 7 Tipps dafür, wie du dieses Jahr noch sicher in die Insolvenz kommst. Viel Spaß dabei. Wir gehen heute wirklich richtig schön negativ rein, weil dann vielleicht so ein paar Negativbeispiele dich vielleicht noch mal ein bisschen anders triggern. Vielleicht wirst du dich so ein bisschen erwischt fühlen. Und wir starten mit dem ersten Punkt. Und der erste Punkt ist, denke kurzfristig. Der erste Punkt ist, denke für immer nur kurzfristig. Ich würde dir empfehlen, immer auf den neuesten Hype aufspringen, dir jedes Angebot anhören, neue Geschäftsmodelle zu testen. Ich würde dir auch hundertprozentig empfehlen, nicht mal 3, 6 Monate weit zu denken, sondern überlege dir immer nur, wie kann ich den nächsten Tag irgendwie noch umbekommen und wie kann ich so schnell wie möglich nur kurzfristig denken, neue Geschäftsmodelle, neue Projekte starten und die sehr kurzfristig sehen. Ich würde dir auch auf jeden Fall empfehlen, gar keinen Fokus zu halten oder ein Geschäft mal irgendwie durchzuziehen, sondern ich würde dir empfehlen, wenn deine erste Idee oder dein erstes Geschäftsmodell, wenn es 2, 3 Wochen lang nicht klappt, würde ich dir empfehlen, ein neues Geschäft zu öffnen und was anderes zu machen. Heißt, denke bitte immer kurzfristig und halte keinen Fokus. Step 2, konsumiere mehr Wissen. Ich würde dir wirklich empfehlen, so in deiner Morgenroutine 3 bis eventuell auch schon 6 Stunden Content konsumieren. Free Content auf YouTube, diesen YouTube-Channel von vorne bis hinten nochmal dir anschauen. Ich würde Podcasts hören, ich würde vielleicht Free Plus Shipping Bücher konsumieren. Und ich würde wirklich den Fokus darauf halten, kurzfristig so schnell wie möglich super viel Wissen zu konsumieren, absolut in der Theorie bleiben und nicht in die Umsetzung kommen. Nicht machen, sondern mehr konsumieren und dich einfach nur inspirieren und motivieren lassen. Und das würde ich dir in Step 2 hundertprozentig empfehlen. Also, je mehr Wissen du konsumierst und du 3, 6 Stunden am Tag wirklich lernst und nicht in die Handlung kommst, also da kommen wir ganz sicher hierhin, dass du dein Geschäft gegen die Wand fährst und nicht in die Handlung kommst, das würde ich dir hundertprozentig empfehlen. Ich glaube, damit bist du dann auf der sicheren Seite. So, der nächste Schritt in dein sicheres Insolvenzverfahren ist, deine Kunden brauchen dich und deine Kunden brauchen dich 24/7. Mach dich so stark, wie es nur geht, hundertprozentig abhängig von einer Handvoll Kunden und arbeite viel zu viel für viel zu wenig Geld für die. Deine Kunden brauchen 24/7 Betreuung. Heißt per WhatsApp, per Mail, wenn du im Urlaub bist, wenn du in bereits anderen Terminen bist und du eine Nachricht von deinen Kunden bekommst, solltest du die so schnell wie möglich beantworten. Und ich würde da so schnell wie möglich wirklich diesen Kundensupport noch weiter hochdrehen, besonders wenn du so Angebote von 300 bis 500 Euro für deine Kunden abschließt. Da würde ich wirklich den Support so hochdrehen und dich komplett abhängig machen von diesen Kunden. So, der nächste Schritt in ein sicheres Insolvenzverfahren. Wie du dein Geschäft hundertprozentig gegen die Wand fährst, ist, dass du die Verantwortung hundertprozentig abgibst. Ich würde mir so viele Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister buchen, wie es gerade noch so in deinem Budget passt, bis das Girokonto so aussieht und dein Steuerrücklagekonto wirklich komplett auf Null geschraubt wurde, weil du halt einfach so viele Coaches gebucht hast, dass du halt echt die Verantwortung abgeben kannst. Das ist die beste Situation, die du als Selbstständiger oder Solo-Selbstständiger machen kannst, ist, dass du einfach dich zurücklehnst, sagst, ey, ich mache einfach nur das, was mein Coach mir sagt. Und dann sind wir auch wieder hier, ich ziehe mir 12 Stunden Wissen und Coachings rein und ich gebe einfach die Verantwortung ab, weil ey, ich habe doch 12 Coaches, ich habe doch 12 Berater und das muss ja jetzt schon klappen. Ich komme so langsam in meine Fülle und ich ziehe jetzt wirklich Kunden an, einfach nur, weil ich die Verantwortung abgebe und 37.000 Euro in Coachings investiert habe, kein Geld mehr für die Steuer habe, aber wenn ich jetzt, wann dann? Step 5, und das wird sicherlich ein wenig polarisieren, du musst, ohne geht's nicht, ohne das darfst du auch kein Geld verdienen. Du musst dein Why suchen. Wir machen mal das zweite Halbjahr 2022, auch wenn wir schon ein bisschen später haben. Da würde ich dir empfehlen, erstmal halblang zu machen. Ich würde erstmal deine Morgenroutine auf mindestens 3 bis 4 Stunden hochschrauben. Ich würde 12 Journale führen. Ich würde
wirklich versuchen, in deine Fülle zu kommen. Und nur das. Ich würde das nächste halbe Jahr wirklich nur auf die Suche auf dein Why gehen, für dein Why gehen. Weil ich glaube, sonst darf man auch kein Geld verdienen. Und ich glaube, ohne das geht's nicht. Schau, dass deine Morgenroutine und deine Abendroutine fast schon ineinander führen, dass du im Endeffekt den ganzen Tag nur Routinen hast, damit du bloß nicht irgendwie anfängst, diese schlimme To-Dos und die schlimmen Aufgaben machen musst. Deshalb Morgenroutine so lange gestalten, bis du quasi schon Hand in Hand in deine Abendroutine weitergehst und dass du einfach sehr viel beschäftigt bist. Das ist der fünfte Punkt. So, und das ist der aller wichtigste Punkt. Damit, ich unterstreiche sogar dreimal, mit diesem Punkt wirst du gleichzeitig, was super für dich wird, das wird wirklich super, du willst ja unbedingt dein Geschäft gegen die Wand fahren und du denkst ja gleichzeitig sehr kurzfristig und deshalb würde ich dir den Punkt 6 wirklich sehr empfehlen, dass du einfach jeden einzelnen potenziellen Kunden, der ein Minimum an Interesse an deinem Geschäft hat, dass du den richtig schön in die Ecke wegclost. Egal auf welches Angebot, egal was er gerade braucht, du gehst in dieses Verkaufsgespräch rein und denkst dir, egal was diese Person jetzt gerade braucht, ob es jetzt gerade ein Mindset-Coaching oder Social Media oder Grafiken sind, kriege ich schon irgendwie hin. Ich würde an deiner Stelle alles wegclosen, was nur geht. Dadurch bekommst du kurzfristig richtig viel Cash. Und das Coole daran ist, dass du kurzfristig super viele Kunden gewinnst, dass du so nach 2-3 Monaten gar keinen Bock mehr auf dein Geschäft hast und dann so langsam die Kunden richtig unzufrieden werden, weil du diese Dienstleistungen gar nicht erreichen kannst oder einfach gar nicht zufriedenstellen überbringen kannst, dass die Kunden richtig schön unzufrieden werden, du mit Mahnungen oder mit irgendwie Anwälten oder mit Stornos irgendwie dich rumkämpfen musst, gar keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit hast und wenn du halt hier super kurzfristig alles wegclosst, kannst du auch deine Steuergelder, deine Einkommensteuer und deine Umsatzsteuer, die du auf dein Geschäftskonto bekommst, direkt einfach wieder in mehr Coachings investieren. Heißt, es ist ein super Kreislauf, dass du halt kurzfristig denkst, dann mehr Coachings kaufst, gleichzeitig dann die Verantwortung, das passt perfekt zusammen, dann mehr Verantwortung abgibst und weil du jetzt wenig Geld einfach zur Verfügung hast, würde ich dir empfehlen, einfach wieder alles closen, was irgendwie nur geht, um dann höchstwahrscheinlich gar keinen Bock mehr auf dein Geschäft zu haben, gar kein Geld mehr zur Verfügung hast. Und dann kommen wir hierhin, dass wir hundertprozentig erfolgreich, Schritt für Schritt, kannst du so umsetzen, nächste Woche, kannst du eine Woche für brauchen, dein Geschäft mit großem Spaß gegen die Wand fährst. Falls so Punkte dabei waren, die dich vielleicht so ein bisschen getriggert haben, die vielleicht dachten, ja, okay, vielleicht gebe ich mal ein bisschen mehr zu viel Verantwortung ab oder ich bin vielleicht mal viel zu nett zu meinen Kunden, dann habe ich noch andere Videos auf diesem YouTube-Channel, die jetzt nicht so in diesem Stil sind. Das war jetzt mal ein Ausreißer. Wenn du vielleicht ein bisschen mehr proaktive oder positive To-Dos und Tipps haben möchtest, klick dich gerne auch mal auf diesen YouTube-Channel rum und ansonsten viel Erfolg bei, wie du dein Geschäft gegen die Wand fährst. 6 Tipps.